Integration. In Zeiten wie diesen ein häufig strapazierter Begriff. Er wird oft verwechselt mit Migration. Allerdings gibt es Einrichtungen, bei denen es hauptsächlich um die sportliche und gesellschaftliche Gleichstellung von Menschen mit Handicap geht. Wir haben heuer wieder Besuch aus Slowenien. Wir haben sehr motivierte Kinder am Fußballplatz mit 21 Mannschaften, die aktiv wieder teilnehmen. Bei jeder Mannschaft ein Integrationskind drinnen. Und die Begeisterung ist heuer so, dass bereits um 8 Uhr in der Früh die ersten da waren zum Trainieren, zum Aufwärmen. Es liegt natürlich auch in der EM dieses Fieber. Man spürt das direkt bei den Kindern und auch bei den Funktionären und auch bei den Lehrern. Es ist eine ganz eigene Stimmung drinnen und wir sind natürlich auch begeistert, dass es so angenommen wird. Die Bedeutung dieses Integra Cups wird durch die höchsten Vertreter auch aus anderen Bundesländern manifestiert. Gerade für Menschen mit Behinderung ist es uns sehr wichtiger, dass die eingebunden werden im Sport, in die Vereine eingebunden werden. Und das ist natürlich eine tolle Veranstaltung hier mit den Kindern zusammen hier etwas zu machen. Wird zu wenig getan für die Behinderungen oder für Menschen mit Handicap? Also ich würde sagen, dass man einfach die normalen Vereine dort und die Menschen mit Behinderung oder die Kinder mehr und in die Vereine bekommen sollten. Also in dem Sinne wird sicher zu wenig gemacht. Also wir sollten uns dann nicht auch mit dem Behindertensport mehr zusammentun, um hier in die normalen Vereine auch die Menschen mit Behinderung oder die Kinder mit Behinderungen einzubringen. Ja, wir sind ja auf diesem Weg eigentlich nicht der Integration, sondern eher der inklusiven Gesellschaft, der Gemeinsamkeit. Und das ist eigentlich der Weg, wo wir hinwollen eigentlich. Und nicht, dass man sagt, okay, wir wollen sie nur integrieren, sondern wir wollen eigentlich gemeinsam mit Menschen und ohne Behinderungen, mit Behinderungen zusammen aufwachsen lassen. Es ist eine wahre Freude, den begeisterten Jugendlichen, ob behindert oder nicht, bei ihrem Sport im Einsatz zu bewundern. Fußball ist derzeit besonders im Fokus der in Frankreich stattfindenden Europameisterschaften. Der Integra Cup, der heuer zum 16. Mal ausgetragen wird, hat noch einen zusätzlichen Aspekt. Es gibt keine Verlierer, sondern jeder Teilnehmer hat mit der Mannschaft gewonnen und zusätzlich auch eine pädagogische Sinnhaftigkeit. Nicht siegen ist alles, sondern dabei sein. Der Steirische Behindertensportverband hat mit seinen freiwilligen Mitarbeitern ein Beispiel, wie Integration umgesetzt werden kann, gesetzt. Es geht einerseits um Sport und zweitens auch meiner Meinung nach darum, Kinder gehen spielerisch mit der Behinderung um. Die haben keine Scheu vor der Behinderung und das ist das Essentielle, was man den Kindern mitgeben muss, dass man einfach auf einen Behinderten zugeht, fragt, was benötigst du und was brauchst du nicht. Unterstützung um jeden Preis oder Mitleid ist in jedem Fall der falsche Weg. Gerade das Mitleid haben Sie angesprochen. Es wurde ja lange immer wieder das Mitleid in den Vordergrund gestellt. Und wie Sie richtig sagen, bei richtiger Integration gibt es kein Mitleid. Es geht in jedem Fall immer um das selbstbestimmte Lebensmodell, das man für sich selbst finden muss. Und da ist einfach die Kooperation zwischen Unterstützung und Eigenleistung das Um und Auf. Wird genug getan? Genug? Genug wird es, glaube ich, nie werden, aber es ist in der Gesellschaft ein Wandel zu verspüren. Also wenn ich meine Kinderzeit hernehme, wie Sie richtig gesagt haben, das Wort Mitleid ist mir sehr oft entgegengeschallt. Ich habe es als Kind schon nicht verstanden. Ich wollte nur, wenn ich etwas benötigt habe, eine Unterstützung und sonst mit Mitleid kann ich mir nichts kaufen. Mittun statt Mitgefühl, das ist der Leitsatz dieses Integra Cups.